jetzt da ist mit 18,6 Punkten, aber jetzt tops weg. Und trotzdem auf 126,5 kam. Das wird jetzt, wenn das trifft oben, könnte es wackeln. Hat der die Nerven, das runterzubringen? Ja. Boah, ist der ein Lecko mio. Das hat sich im Training angedeutet. Ja. Für den Mann aus Ljubljana, man muss jetzt einfach sagen, der hat deutlich die besten Windverhältnisse gemacht. Aber er nimmt die Einladung an, was ihm wehtun wird. Und Grafik. So, jetzt kann es weit gehen. Hier seitliche Bedingungen, das könnte jetzt scheppern. Oh ja. Oh ja. Da ist man ja froh, dass er steht da unten. Ja, aber das ist halt eben das. Der hat den Sprung, der springt das Ding auch auf die Gerade. Das ist völlig egal. Ich kann mich erinnern, war mal in Sapporo, war mal 150 Meter. Hat er drüber gelacht, dass er eingebaut ist. Und schau mal, ob er schon so stabil ist. Klein, ja. Oh, geht aber auch. Ist der hoch. Geht aber auch. Boah, super. Stellt sich dem Kampf, mein lieber Mann. Die Norweger sind komplett auf den Punkt. Im Kampfmodus. Sie fighten um den Tagessieg. Sie fighten. Ich glaube, zu viel Rückenwind. Kann ich das Bessere belehren? Schießt oben raus. Jetzt muss er fighten. Reicht wahrscheinlich nicht. Aber er ist trotzdem gut. In einer guten Position. Und die Norweger machen, wie die deutsche Mannschaft, hier einen tollen Wettkampf, wenn es auch nicht reichen wird. Zum Auftaktsieg. Hat er die Chance, hier in der Gesamtwertung weiter nach vorne mit zu bewegen. Das tut er auch mit dem Sprung hier. Der überholt jetzt den Greinerüger erstmal. Mit einem Riesensprung. 138 Meter. Das sein dritter Sprung der Tournee. Sehr gut, sehr gut, super weit. Zum richtigen Zeitpunkt gestartet und das Beste, aber wirklich das Allerbeste daraus gemacht. 143 Meter, 13 Meter breiter als Karl Geiger. Und dann baut er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Für meinen Geschmack kommt es da von der Seite, das kann hier stören, da ist ein bisschen gerade, ein bisschen aufrecht, ein bisschen Tempo verloren, aber er ist dran, ist runter und er versucht sogar den Dänemark da zu setzen. Ein wilder Hund. Um dem Kobayashi Ryoyo Paoli zu bieten, 141 Meter. Er arbeitet knapp hinter Geiger, lag er zuletzt. Wenn er jetzt dem Deutschen noch ein paar Punkte abnehmen kann, dann ist er vor. Jawohl, das tut er. Der Slowene, auch ein Superflieger. Aus dem Land der Flieger mit der Riesenschanze in Planica. 138 Meter. Was für ein Auftritt. Wie vorhin. Mit allem Risiko im hohen, weiten Bereich möglichst. Der Wind ist nicht so verkehrt jetzt. Kommt er da nochmal hin? Über die grüne Linie aus Jemal. Und er kommt sogar riesig weit in den weiten Bereich von Schanzenrekord vielleicht sogar. Die Landung ist da nicht mehr möglich mit dem Telemark. 143,5 Meter bis auf den halben Meter ran. Und jetzt hat er den Kobayashi nochmal eine richtige... Reichweite scheint von Kobayashi. Jetzt braucht er einen guten Sprung. Was macht der Wind? Ja, es kriegt nicht die Unterstützung als in der Quali. Okay. Aber gut, richtig gut, Sven. Also bei den Verhältnissen aus Luke 13 hat er den halben klar abgehängt. Ikke første omgangen sin til å stemme. Og det her bra nok da? Eigner målestokken. Og det skal han vel fort slå Eisen Bichler. Men så han jo nå avhengig 140 nå. Det tror jeg han kjemper opp av Eisen. I 18-19 sesongen. Så har han vunnet begge rennene denne sesongen. Hva får Kobayashi til? Kan han slå Granerud her? Ja, det gjør han nok. Det et kjempehopp igjen av japaneren. Å, så god man må være for å slå Ryoyo Kobayashi denne sesongen her. 137,5 meter. Og dazu müsste jetzt die 136,5 von Granerud attackieren. Quali war nicht gelungen. Gucken schon mal pünktlich. Ja, das ist der Sprung, auf den wir gehofft haben. Karl Geiger, Sven. Jawohl, mega. Bravo, und genau der musste kommen. 100. Ja, wenn ich trekke mot, so kreves det 143 Meter for Kost. Det
kan vel bli lengste dagen, da. Flink til å fly her, Slovenia. Ja, det jo et kjempehopp av Lovrokos. Han bonder bakken, Slovenia. Og avslutter jo sin første hoppuke på eminent vis. Han har vært en glede å følge gjennom disse hoppene. Kan være litt norsk festbrems. Men først, Hubert mot Granerud. Trenger 135 av da. Offensivt ut der. Ja, det alltid det, Hubert. Og hopper langt der. Det kjempehopp av Daniel Hubert. Ja, det en stund siden sist han var på pallen. Ja!